Hey Leute, ich bin's Max von Bushcraft Bear hier auf Waldgerechte Jagd und heute wieder ein Teil aus der Werkstatt und es soll wieder um den GRS Hunter Leitschaft gehen, den ich hier für meine Steel Action habe und heute wollen wir uns der Riemenbügelöse hier vorne widmen. Standardmäßig kommt die bei GRS hier unten im mittleren Bereich angebracht und da liegt sie theoretisch auch optimal. Vor allem auch so, dass ihr hier einen Zweibein anbringen könnt, wenn ihr möchtet. Mich persönlich stört es aber immer ein bisschen, weil ich in der Regel genau auf der Stelle auch die Waffe auf den Hochsitz auflegen möchte und dann immer hier so ein bisschen über die Riemenbügelöse rutscht und da gegebenenfalls hängen bleibt. Deswegen werde ich die hier rausmachen und dann von vorne nachher wieder einbringen und das entstandene Loch werde ich dann mit einem weiteren zweiten Loch hier unten versehen, sodass ich bei Bedarf eine Picatinny-Schiene unten dran machen kann, an die ich dann auch wiederum ein Zweibein montieren könnte. Aber wenn nicht, ich eben diese Picatinny-Schiene wegmachen kann, diese beiden Löcher verschließen kann und dann entsprechend hier einen flachen Schaft habe. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber erstmal das Thema Riemenbügelöse an und wie wir die hier vorne wieder einbringen. Ja, das Erste, was wir bei der Riemenbügelöse natürlich machen müssen, ist sie an der alten Position mal rausschrauben. Dazu habe ich mir den Schaft hier im Schraubstock festgemacht, wie beim letzten Mal auch, hier mit einem Lappen dazwischen, dass wir keine Kratzer am Schaft bekommen. Und dann nehme ich jetzt hier in meinem Fall einen 3,5er Imbus, der hier durchpasst. Da könnt ihr aber eine Nagel, eine Schraube, irgendeinen Metallstift nehmen. Ihr müsst hier nur durchkommen und dann schrauben wir das Ganze hier einfach mal raus. Und dann seht ihr schon, das ist so eine ganz normale Standard-Riemenbügelöse hier mit so einem Holzgewinde dran. Und jetzt werden wir das Gewinde ausmessen, wie stark das ist und wie lang die Schraube ist, damit wir nachher wissen, wie wir hier entsprechend reinbohren müssen, dass das Ganze wieder in der richtigen Position ist. So, ich habe die Schraube hier rausgedreht und habe sie vermessen. Habe auch hier das Vorderstück vermessen und geguckt, wo genau hier die Mitte ist. Das ist auch relativ einfach, weil sie ja ursprünglich hier oben auch mittig war und durch dieses Laminatholz sieht man hier schön, auf welcher Reihe quasi die Mitte ist. Das heißt, dass es mittig hier ist, ist schon mal kein Thema. Dann geht es noch darum, dass es hier mittig drauf läuft. Das habe ich mir markiert, mit einem Körner vorgekörnt und werde jetzt mal mit einem Viererbohrer in meinem Fall anfangen. Die Schraube hier ist 5,4 mm stark, also außen am Gewinde. Ich glaube, dass ein Vierer-halber Bohrer ganz gut wäre, aber ich werde jetzt mal mit einem Vierer beginnen und mich dann lieber langsam rantasten. Jetzt ist natürlich entscheidend, dass wir nicht zu weit bohren, das ist ja gar nicht nötig. Und vor allem, dass wir jetzt sehr gerade bohren, dass wir nicht nachher hier oben oder unten Richtung Lauf rauskommen. In der Schieblehre haben wir jetzt geguckt, ob das Loch tief genug ist. Das ist es. Und jetzt werden wir schauen, ob die Schraube hier schon reinpasst oder ob wir noch das Loch etwas größer bohren müssen. Das scheint zu passen und das scheint ganz gut zu greifen hier. Dann werde ich jetzt auch hier die Schraube einmal komplett eindrehen, um zu sehen, wie sie auch sitzt, ob sie schön bündig ist. So, und das Ganze passt ziemlich perfekt, würde ich sagen. Also drehe ich sie auch entsprechend wieder raus und verklebe sie dann mit etwas Zwei-Komponenten-Kleb hier vorne. Da die Schraube hier recht lang ist, ziehe ich sie jetzt gar nicht ganz raus, sondern mache nur auf das letzte Stück eine kleine Menge Zwei-Komponenten-Kleb, einfach, dass sie sich nicht wieder rausdrehen kann. So, nachdem die Schraube eingedreht ist, mit dem Kleber natürlich den Rest abwischen, trocknen lassen und die Riemenbügelöse ist hier vorne angebracht. Ja, das soll es von mir erstmal gewesen sein zum Thema Basteleien an meinem GRS Leitschaft für die Steel Action. Wer ein bisschen Mut hat und ein bisschen handwerkliches Geschick, bekommt es mit Sicherheit auch selber hin. Ihr habt gesehen, wie ich vorgegangen bin und welche kleinen Veränderungen ich vorgenommen habe. Ihr solltet natürlich ordentlich und sauber arbeiten, dass das Ergebnis nachher stimmt. Aber ich hoffe, dass sowas auch interessant wäre für euch. Schreibt es in die Kommentare. Würdet ihr sowas selber machen oder lieber den Schaft direkt zum Büchsenmacher geben? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.